Mehr machen, neues wagen. Genau das ist heute auch unser Thema, denn wir besuchen im Rahmen unserer Made in Germany Serie Volker Wertig und die Phenomic Crew. Auf geht's! Wir haben euch schon erwartet. Los geht's. Oh. Da lang. Und euch zeige ich jetzt den Entwicklerkerker. Hallo, ich bin Volker Wertig, der Creative Director oder auch Game Designer von Phenomic Game Development. Meine Aufgabe ist es in erster Linie, mir ja, die Spielideen generell auszudenken, die wir dann später umsetzen wollen, inklusive aller Spielregeln und inklusive aller Details. Ja, wir sind vor kurzem umgezogen. Wir hatten bisher die Büroräume bei mir im Haus im Keller. Da wurde es leider mittlerweile ziemlich eng, da wir aufgrund des aktuellen Projekts immer mehr Leute wurden. Wir sind mittlerweile 25 Leute, die hier arbeiten. Wir erstellen hier die komplette Programmierung, das Game Design, die Projektleitung. Es wird der komplette Content hier erstellt, die Story, die Quests, die Levels werden hier designt und ein Teil der Grafik wird momentan noch extern gemacht, sowie die Musik. Ja, mein Name ist Ralf Adam. Ich bin hier der Executive Producer bei Phenomic Game Development und als solcher ist es meine Aufgabe, die komplette Projektleitung für das Projekt zu machen. Das heißt, ich überwache die Zeitpläne, ich koordiniere die einzelnen, bei uns heißt es nicht Abteilung, wir nennen das Teams, das heißt, wir haben ein Grafikteam, Programmierteam und ich koordiniere eben die Abläufe untereinander, schaue, dass jeder seine Arbeit hat, was er zu tun hat, den Milestone für die Woche. Ja, diese beiden Kollegen hier, das sind Waldorf und Stettler aus der Muppets Show, das sind sozusagen meine Associate Producer. Die habe ich importiert aus meiner Zeit von Infogramm, wo ich die damals eingeführt habe. Und das ist so eine Tradition bei mir, die haben immer so den Spruch der Woche drauf. Das heißt, wenn es irgendwelche Kommentare zur Lage der Nation gibt, vielleicht ein bisschen sarkastisch, Motivationsschübe oder was auch immer, dann lasse ich die beiden hier das mitteilen, was ich eigentlich sagen möchte sozusagen. Ja, in Spellforce gibt es auch jede Menge Untote und Vampire und alles, was da so im Reich des Dunklen kreucht und fleucht. Und das passt sehr gut, denn ich bin auch ein großer Fan von Buffy the Vampire Slayer, der Vampir-Serie, möglichst im amerikanischen Original. Und die ist einfach genial geschrieben und die finde ich geil. In dieser Zelle mit unser Art Director Sven. Hi, mein Name ist Sven Liebig, ich bin Art Director bei Phenomic Games und bin hauptverantwortlich für das grafische Erscheinungsbild von Spellforce. So, wir sind jetzt im Art Department von Phenomic Games. Ich sitze neben Christoph Zollinger und der wird uns jetzt was erzählen, was er gerade arbeitet an den Ork-Gebäuden. Ja, ich erstelle gerade Gerüste für die Ork-Gebäude, die man sieht, während man die Gebäude baut im Spiel. Und ich passe jedes Gerüst einzeln an die Gebäude an, damit es einen gleichmäßigen Look gibt. Genug jetzt, wir müssen weiter. Los! Das hier ist Jirka, unser Programmiersklave. Er ist für die magischen Effekte im Spiel zuständig. Ja, hallo. Das bin ich für die Effekte und ein bisschen für die Animationen, dass die Figuren das tun, was sie im Spiel auch tun sollen. Und dass das Ganze halt auch noch ein bisschen ausgeschmückt wird mit Effekten. Und wir haben dafür ein nettes Effektsystem kreiert, was mir das ermöglicht, per Skripten die Effekte zu definieren und im Spiel direkt zur Laufzeit zu testen. Ich kann mir entsprechende Befehle absetzen, die mir zum Beispiel einen Effekt direkt auf der Figur hier zeigen, darstellen. Und wenn mir der jetzt nicht so gut gefällt, dann kann ich den auch ein bisschen verändern. Ein bisschen größer machen, kleiner machen, gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, die kann ich jetzt nicht alle zeigen. Aber das Nette ist, dass ich sie mir sofort im Kontext, im Spiel anschauen kann und sage, mal gucken, wie dieser Effekt
auf diesem Kerlchen aussieht. Und so kommen sehr viele zustande. Was ist Sidonie? Eine Elfin, die wir vom Badesee entführt haben. Sie muss deutlich das Level-Design machen. Los, schneller, schneller! Hallo. Ja, ich war früher am Badesee und jetzt muss ich Level-Design machen. Ich habe hier eine Map, das ist Ödland im Moment, und versuche hier ein bisschen Leben reinzubringen, indem ich Bäume setze. Und hier ist ein See, da setze ich Wasser rein. Und Steine haben wir noch. Eben damit es lebendig aussieht insgesamt. Und am Ende kommt dann eine super Map daraus. Hier, in diesen Fällen, sitzen unsere Level-Design-Scherben. Mehr machen, neues Wagen. Genau das ist ja eigentlich unser Thema der Made in Germany-Serie. Und aus diesem Grund sind wir heute in Ingelsheim. Stimmt gar nicht. Ingelheim. Scheiße, nochmal. Diese beiden Kollegen hier, das sind Waldorf und Stettler. Oh, scheiße. Matja, bin gerade im Interview. War das Wichtiges? Okay, tschüss. Seid ihr gerade im Film? Ja, hey, du bist jetzt drauf. Oh, scheiße. Zweiter Versuch. Das ist ein Outtake, oder? Ich hab doch gesagt, ich gehe da rein und fällt da garantiert rum und so war es auch. Ja. Das war ein Outtake. Nochmal.